Moin Guys, euer Mysterium, alles Elotrix, der FIFA Sinn ist back am Start und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute bewerten wir Alphonso Davies und schauen, ob er sich lohnt. Ähnlich wie bei Klose Prime Eigen schauen wir uns diesmal Alphonso Davies an. Im Hintergrund könnt ihr seine Werte sehen: 87er Rating, 97 Pace, 88 Dribbling und 85 Schuss. Nebenbei noch 84 Physis und 80 Passen. Machen ihn auf jeden Fall zu einer sehr, sehr guten Karte. Und wir schauen einfach mal, ob er sich lohnt. Und nebenbei spielen wir auch heute den dritten Spieltag der Miley gegen den Oral Ochsen. Schaut auch gerne bei ihm vorbei. Und ich denke, wir können heute auf jeden Fall den ersten Sieg einfahren. Und wir sehen, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim Team vom Gegner. Ja, Jungs, und damit sind wir beim gegnerischen Team angelangt. Er ist bisher genauso reingestattet wie wir. Also denke ich, wird eine enge Kiste. Und wir schauen einfach mal, was wir in dem Spiel reißen können. Ich hoffe, es leckt nicht. Die Latenz scheint jetzt nicht so optimal zu sein. Aber wir schauen einfach mal, was er für ein Team hat. Ich hatte mir sein Video schon mal angeguckt. Er hat, glaube ich, mit Werner vorne drin sehr OP-Spieler. Schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ja, er hat auf jeden Fall ein ganz solides Team mit Leroy Sané als seinem Starspieler, Havertz und Werner vorne drin. Gilt zu knacken auf jeden Fall. Schauen wir mal, was wir in diesem Spiel reißen können. Und damit starten wir rein ins Spiel. Wir mit unserer gewohnten Aufstellung schauen wir einfach mal nach der knappen Niederlage gegen FIFA Rex, was wir hier heute in diesem Spiel reißen können. Er steht in der Mitte auf jeden Fall schon mal richtig eng, sehe ich schon mal, und da müssen wir uns auf jeden Fall durchkombinieren, aber da schön, und da muss Elfmeter geben und es gibt gar nichts mal wieder, unglaublich. Jetzt kommen wir über Philipp und da schicken wir jetzt Alphonso Davies auf die Reise und der macht das 1:0. Unglaublich, Alphonso Davies hier mit der ersten Möglichkeit und er haut ihn gleich mal in den Knick. Super Beginn hier in das Spiel, 11. Spielminute, 1:0 für uns. Sehr guter Start in dieses Spiel. Und da hat er auch die erste Möglichkeit, aber unser Keeper vereitelt diese Situation. Wieder über Alphonso, Außenposition, schön durchgesteckt. Oh, Pulisic, da muss ich laufen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wir machen schön Druck hier, das gefällt mir. Und da stehen wir mit Alphonso Davies und oh, Riesenmöglichkeit auf das 2:0. Aber wir choken, wie Sweater sagen würde. Oh, und jetzt kommt er wieder über Witzel. Och, och, und das schickt er. Oh, Glück für uns in der Situation. Wichtig. Mal über Goretzka, die Mitte aus, offen. Und da ist Klose. Oh. Nächste Riesenmöglichkeit und wieder ist Miroslav Klose. Er wird langsam hier zum Chancentod. Zur Pause steht es hier 1:0. Wir hatten mehr Chancen, er hat aber auch eine sehr, sehr dicke Chance gehabt. Da hatten wir Glück in dieser Situation. Es ist auf jeden Fall relativ ausgeglichen, aber wir müssen vor dem Tor einfach effektiver sein und unsere Chancen nutzen. Und er schickt Miroslav Klose auf die Reise. Der schickt Miroslav Klose auf die Reise. Och, und wieder. Nächste Riesenmöglichkeit. Aber wieder nutzen wir diese Chance nicht. Aber vielleicht jetzt in der Mitte steht Goretzka, Latte und oh, Dembele, ey. Oh, Mando. Mann, Dembele. Usman, Dembele 2 gegen 2. Können wir das ausnutzen? Natürlich nicht. Ey, Mando, Mando. Schickte Musa auf die Reise. Vielleicht jetzt über Davies. Machen wir geschickt in der Situation und dann schicken wir jetzt Musa auf die Reise. Und er steht im Offside, 86 Minuten gespielt. Wir führen noch 1:0. Und jetzt kommen wir hier nochmal mit Musa auf der Außenposition. Der setzt sich da durch. Der setzt sich da durch. Und da sieht er Dembele und macht er die Entscheidung. Nein, er macht sie nicht. Und dann ist es gewonnen. 1:0 siegen wir in diesem Spiel. Wichtiges Ding. Ich habe wieder mal gechoked im Angriff. Und am Ende stehen wir sicher hinten drin und sichern uns hier den ersten Sieg in der Mai League. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Sieg.
um aus dem Abstiegskampf da eben rauszukommen. Und das schaffen wir mit diesem 1:0, wichtiges Ding. Ich finde sowieso, die Gegner in der My League sind bisher alle sehr, sehr ausgeglichen. Ich finde, wir hätten dieses Spiel auch höher gewinnen können, aber am Ende geht dieses 1:0, denke ich, in Ordnung. Wir haben unsere Chancen vorne mal wieder nicht genutzt, aber das 1:0 geht in Ordnung. Und dann kommen wir zur Bewertung von Alfonso Davies. Ich muss sagen, der hat mir richtig, richtig gut gefallen, hat einen sehr guten Schuss. Seine Schnelligkeit ist mir auch sehr, sehr gut aufgefallen. Sein guter Abschluss, gute Physis. Setzt sich auch mal gegen etwas stärkere Verteidiger durch mit höherer Physis. Deswegen ist er sehr, sehr gut gewesen. Guter Preis mit 150k noch dazu. Das einzig Negative, was man vielleicht bei ihm sagen kann, ist sein schwacher Fuß. Allerdings kann man darüber auf jeden Fall hinwegsehen. Und er ist für mich ein sehr, sehr guter Außenbahnspieler, den man auch sehr gut nutzen kann. Und ich finde, er lohnt sich auf jeden Fall für den Preis von 150.000, spielt beim FC Bayern München. Und zwar für die Fans ist er natürlich der gemachte Mann auf dem linken Flügel. Und ich denke, er wird dem FC Bayern in Zukunft auch viel Freude bereiten. Und damit würde ich sagen, bin ich raus, schaut beim Real Ochsen vorbei und ciao. Und damit sehen wir uns beim nächsten Player Review bzw. beim nächsten Spiel in der My League.